Das hier sind verschiedene Bilder eines Apfels. Man erkennt sie überall auf der Welt. Und das hier ist das passende Geräusch dazu. Ein Apfel kann aber auch so aussehen, so oder sogar so. All diese Wörter bezeichnen das Gleiche, obwohl sie unterschiedlich aussehen und sogar anders klingen. Diese Vielseitigkeit unserer Sprachen ist ein Schatz, den wir am besten bewahren, indem wir ihn miteinander teilen. Mehrsprachiges Vorlesen kann uns dabei helfen. Die Besonderheiten verschiedener Sprachen wecken die Neugier von Kindern und ermöglichen ihnen Einblicke in andere Welten. Beim mehrsprachigen Vorlesen beginnen Kinder auch, Sprachen miteinander zu vergleichen. Dabei entdecken sie zum Beispiel auch, dass man das Wort Zucker im Gegensatz zum Apfel in vielen Sprachen wiedererkennen kann. Auf Arabisch heißt der Zucker, im Türkischen Şeker, im Englischen Sugar, aber auch das italienische Zucchero erkennt man ohne Probleme wieder. Übrigens, die italienische Version stammt von dem altindischen Wort Sakara ab und ist über 2500 Jahre alt. Viele Wörter haben eine abenteuerliche Geschichte. Zusammen mit den Menschen gelangen sie von einem Land ins andere, verändern sich und erhalten komplett neue Bedeutungen. In Deutschland spricht jedes fünfte Kita-Kind zu Hause eine andere Sprache als Deutsch. Und das ist, entgegen weit verbreiteter Vorurteile, kein Defizit, sondern eine große Chance. Mehrsprachiges Vorlesen hilft Kindern dabei, ein Gefühl für Sprachen zu entwickeln. Durch den Vergleich zweier Sprachen kann es Kindern viel leichter fallen, Grammatikregeln zu begreifen. Das mehrsprachige Vorlesen bringt außerdem den Kindern Wertschätzung entgegen, deren Erstsprache nicht Deutsch ist. Sie fühlen sich durch das Vorlesen in anderen Sprachen ernst genommen und eingebunden. Denn Sprachen können nicht nur Brücken in andere Welten bauen, sondern sind auch wichtiger Bestandteil der eigenen Identität. Jedes Kind liebt Geschichten, egal ob vorgelesen, erzählt oder selbst ausgedacht. Das gemeinsame Entdecken von Geschichten ist für viele Kinder eine wichtige Erfahrung, die ihnen Miteinander und Geborgenheit vermittelt. Dabei auf mehrere Sprachen zurückzugreifen, kann für alle eine große Bereicherung sein.